Wir zeigen euch, wie man den Kletteisen locker machen kann. Ihr habt es jetzt schon mal so ein bisschen vorbereitet. Ihr nehmt ein Passé, nicht zu dick und nicht zu dünn. Geht mit dem Kletteisen in das Passé rein, dreht es und zieht es durch. Das Kletteisen darf nicht zu breit sein, sonst funktioniert es nicht. Also sollte relativ schmal sein, reingehen, drehen, ziehen. Die Glocke sieht anders da aus, wie als wenn es mit dem Glockenstab machen würde. Sie ist einfach ein wenig extravagant. So, die Frisur würde ich jetzt auch nicht auskennen, sondern einfach nur ein bisschen aufschütteln. So, die Frisur könnten wir jetzt relativ einfach noch ein wenig hochstecken.